Moinsen, ihr Lieben, und willkommen zu einem neuen Video. Am Dienstag, den 19.11., es ist jetzt 2 Tage her, dass ich von der Norddeutschen Meisterschaft wiedergekommen bin. Und wir sind da ja mit unserem Verein Schwerathletik Hamburg gewesen. Und davon gibt es jetzt ein kleines Recap. Ich habe leider nicht wirklich viel filmen können, weil ich 4 unserer Athleten betreut habe. Und wie ihr euch sicher vorstellen könnt, ist das schon ein bisschen stressig. Und demnach habe ich leider echt nicht viel filmen können. Ich habe trotzdem ein bisschen was aufgenommen, ein paar kleine Szenen. Die gibt es jetzt zu sehen, nur ein paar Sekündchen. Und danach gibt es mal ein Fazit von mir zum Wettkampf, zum Abschneiden unserer Athleten vom Verein und, und. Bis gleich. Yes, das waren die Aufnahmen vom Wochenende. Wie gesagt, ich habe nicht ganz so viel gefilmt, einfach weil ich mit dem Betreuen der Athleten beschäftigt war. Und ja, deshalb war nicht so wirklich viel Zeit, um mit der Kamera aktiv zu sein. Aber ein paar Bilder wollte ich euch trotzdem gerne zeigen. Kommen wir nun zu den Ergebnissen, die wir haben oder hatten, wie auch immer. Wir haben 9 offizielle Starter bei uns gehabt für Schwerathletik Hamburg. Und das war auch quasi durch alle Klassen bunt gemischt. Generell war es so, dass am Samstag die Jugend, die Junioren und die Damen angetreten sind. In der Jugend ist es so, ich glaube, wenn ich es jetzt richtig sehe, ist es von 16 bis 18 Jahren. Junioren gehen von 18 bis 23. Und ab 23 bzw. ab dem 24. Lebensjahr ist man dann aktive. Ja, das geht dann bis 40, danach ist man dann Masters oder Senioren. So viel dazu. Und das ist bei Männern und bei Frauen halt gleich. Also die Altersklassen sind dort gleich. Und dann gibt es natürlich noch entsprechende Gewichtsklassen, auch innerhalb der jeweiligen Altersklassen. Ja, also es gibt bei der Jugend gibt es entsprechende Gewichtsklassen, es gibt bei den Junioren entsprechende Gewichtsklassen und dann auch bei den aktiven Männern wie Frauen. Natürlich bei Männern und Frauen entsprechend unterschiedlich. Am Samstag hatten wir dementsprechend 3 Frauen in der aktiven Klasse. Einmal in der 62 oder minus 62 Kilo Klasse, das heißt Frauen bis zu einem Körpergewicht von 62 Kilogramm. Dort haben wir den zweiten Platz holen können. Dann haben wir in der 72 Kilo Klasse, also bis 72 Kilo Körpergewicht, den fünften Platz und den ersten Platz belegen können oder die Athletinnen. Also eine richtig, richtig geile und stabile Leistung. Und dann hatten wir am Samstag auch noch 2 Junioren am Start, also das heißt 2 Jungs unter 23. In der minus 105 Kilo Klasse konnten wir den fünften Platz ergattern, oder unser Athlet vielmehr. Und in der minus 120 Kilo Klasse, also bis 120 Kilo Körpergewicht, also die richtig großen Jungs, den zweiten Platz. Sonntag ging es dann los mit den Senioren, also mit der Masters sozusagen. Da haben wir in der Senioren 1 Klasse, also ich bin nicht ganz sicher, sorry dafür, müsste ich nochmal nachgucken. Ich habe es jetzt gerade nicht parat. Ich glaube 40 bis 50 Jahre, glaube ich. In der minus 93 Kilo Klasse den dritten Platz belegen können. Und in der männeraktiven Klasse, das heißt also alles von 23 bis 40 sozusagen, einen Starter in der minus 105 Kilo Klasse gehabt. Dort wurde der vierte Platz erreicht. Und in der minus 120 Kilo Klasse einmal der vierte und einmal der dritte Platz. Wichtig ist zu sagen, dass ganz, ganz viele unserer Athleten den ersten offiziellen Wettkampf hatten. Einige grundsätzlich überhaupt den ersten, andere schon mal anderweitig gestartet oder vor sehr langer Zeit gestartet, aber viele wirklich so die erste
offizielle BVDK-Verbandswettkampferfahrung. Und dann vor dieser Kulisse ist das wirklich eine enorme Leistung, weil ihr könnt euch vorstellen, da steigt schon die Nervosität. Ne? Also das war ja im Grey Gym in Vechta, da sage ich gleich auch noch was zu. Und da steigt natürlich schon die Nervosität bei so einer Kulisse, bei vielen Zuschauern, bei lauter Musik und so. Und dann ist es gerade, wenn man den ersten Wettkampf hat, natürlich extrem aufregend und ja, extrem spannend dort anzutreten. Und wir sind vom Verein her alle super, super happy mit der Organisation, mit den Ergebnissen. Die Athleten sind froh darüber, wie es abgelaufen ist. Und wir freuen uns einfach auf alles, was da noch kommt. Und ich als einer der Gründer bin unglaublich dankbar dafür, wie die Athleten sich bei uns gemeldet haben, wie sie sich auf den Wettkampf gemacht haben, wie viel Zuspruch wir generell dafür erhalten. Und das ist einfach super schön zu sehen, wie viel Gutes man eigentlich tut und wie leicht es auch ist, Gutes zu tun. Das war natürlich viel Aufwand, so den Verein zu gründen. Aber wenn man dann merkt, wie glücklich die Menschen sind, wenn sie da ihre Leistung abrufen können und wie leidenschaftlich sie darin aufgehen und wie viel Herzblut sie da reinstecken, dann zeigt mir persönlich und auch den anderen Gründern, das weiß ich, und auch allen natürlich allen anderen im Verein, dann zeigt mir das einfach oder uns das einfach, dass das genau das Richtige ist, was wir tun, den Sport voranbringen, Menschen die Möglichkeit geben, sich im Sport zu verbessern, sich im Sport zu verwirklichen. Das ist einfach mega genial. Und dann noch etwas zum Grey Gym, wie eben angekündigt. Ich kannte das Grey Gym vorher nicht. Das sind Vechta. Und wir hatten aber relativ viel und relativ eng Kontakt mit dem Grey Gym, sowohl von meiner Seite, von der Vereinsseite Schwerathletik Hamburg aus, als auch von den Max Out Boys her, da das Grey Gym auch auf uns zugekommen ist und gefragt hat, ob wir das Ganze ein bisschen unterstützen können, ob wir mithelfen können, organisationstechnisch, moderieren etc. pp. Und wir von vornherein gesagt haben, klar, machen wir sehr gerne. Mein eigener Anteil war da leider nicht ganz so groß, ich konnte leider nicht ganz so viel helfen, weil ich dann den Athleten aus dem Verein geholfen habe und sie betreut habe. Aber generell muss man hier mal ein ganz, ganz großes, dickes, fettes Lob und ein dickes, fettes Danke sagen und aussprechen an das Grey Gym, an die Organisatoren, die das dort gemacht haben. Das war richtig, richtig genial. Ja, also alleine, was da an Technik aufgebaut wurde, damit man dort alles abliefern kann, ja, also das waren. Ich glaube, auf der Bühne waren eins, zwei, drei oder vier Bildschirme, also ein großer für das Scoreboard, also wo die Ergebnisse standen. Dann zwei oder drei Bildschirme für die Scheibenstecker und für die Spotter, damit sie genau sehen, wie viel Gewicht aufgeladen werden muss, wer als nächstes dran ist. Die Kampfrichter, die beurteilen, ob ein Versuch gültig ist oder nicht, die hatten das auch per Handy, die Möglichkeit, ihre Wertung abzugeben, das heißt nicht irgendwie mit Fahnen oder so, sondern also es wurde mit Fahnen gemacht, wenn es irgendwie technische Schwierigkeiten gab, aber generell konnte man das dann über digitalem Wege lösen und das war absolut genial. Die Bühne bzw. die Plattform war richtig geil ausgeleuchtet. Dafür natürlich auch danke an Dedicated Sports, die da waren, die den Livestream gemacht haben. Ich meine, man muss sich das mal vorstellen, ne? Wir haben eine Sportart, die sehr, 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 sehr klein ist, wenn man darüber nachdenkt. Was sie in Deutschland für einen Stellenwert hat. Ja, also geh raus auf die Straße und frag mal jemand nach Kraft-Dreikampf oder Powerlifting. Der wird dich mit offenen Augen angucken und denken, was willst du von mir? Und es gab einen Livestream, den du auf YouTube verfolgen konntest. Es gibt Videoaufnahmen für Lifter, es gibt Fotos für Lifter und das ist natürlich absolut genial. Und da hat man nicht das Gefühl, dass das eine Randsportart ist, sondern da hat man schon irgendwie so ein bisschen das Gefühl, dass das was richtig, richtig Tolles und Großes ist, was es ja auch ist. Also toll. Groß nicht. Und so sollte das halt eben sein. Und auch allgemein, so der Warm-up-Bereich im Grey Gym, der war echt gut aufgebaut. Und sicherlich kann man immer Dinge anmerken, die besser laufen könnten. Zum Beispiel hätte es vielleicht ein paar mehr Scheiben geben können oder auch kalibrierte Scheiben. Dann konnte man auf der einen Seite nicht Gewicht heben, weil das ein Gewicht heben, Kreuz heben, weil es ein Statikproblem gab oder einfach, weil es aufgrund der Statik nicht möglich ist. Aber das sind alles halt keine Fehler oder Probleme, sondern das sind einfach Sachen, die sind halt so. Und es war rundum wirklich gelungen, das muss man einfach sagen. Klar, man hätte auch von Anfang an ein paar mehr Spotter haben können und Scheibenstecker. Aber das sind alles Dinge, die man eben, die man lernt. Und man darf nicht vergessen, dass das eben alles auf ehrenamtlicher, freiwilliger Basis läuft. Und dass auch natürlich die Vereine und die Athleten gefordert sind, sich selbst mit zu beteiligen und selbst dafür zu sorgen, dass der Sport eben besser wird und größer wird und
Ja, deswegen, wie gesagt, ein riesengroßes Dank an das Great Gym. Wer dort im Umkreis lebt, wohnt, fahrt dahin, meldet euch dort an, wenn ihr trainieren wollt, wenn ihr noch nicht dort angemeldet seid. Ich glaube, es lohnt sich. Ich glaube, da ist man gut aufgehoben. Und so macht Powerlifting Spaß. So wünsche ich mir Powerlifting. So in alten Turnhallen mit 20 Teilnehmern macht das halt einfach nicht so viel Spaß. So, das ist halt einfach langweilig. Aber letztes Jahr auf der Norddeutschen Meisterschaft, die war noch deutlich, deutlich kleiner und im ganz anderen Rahmen. Und das ist auch cool, ja. Also, das ist halt, wie es ist. Aber es ist halt einfach nicht so spannend. Ne? Dann sitzt man da auf einer Tribüne, dann ist da keine Stimmung, schon gar nicht groß laute Musik und hast du nicht gesehen, sondern da ist halt Turnhallen-Feeling. Und in so einem Gym, wo alle sehr, sehr nah an der Plattform dran sind und wo Lautstärke ist und wo geschrien wird und gefeiert wird, da macht es einfach mehr Spaß für alle Beteiligten. So soll Powerlifting sein, so wollen wir Powerlifting. Und wir von Schwerathletik Hamburg und auch die Maxwell Boys, wo ich auch einen entsprechenden Anteil habe, wir sind dafür da, damit das weiter vorangebracht wird. Und noch ganz viele andere, die man natürlich auch kennt, sind dafür da und stehen dafür. Und wir wollen mal hoffen, dass es so weitergeht. Und deswegen sage ich vielen, vielen Dank nochmal an alle, 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 alle. Ganz besonders an die offiziellen Leute von Grey Gym, an alle, die gesteckt haben und so weiter und so fort. Habe ich jetzt auch, glaube ich, oft genug gesagt. Vielen Dank fürs Zusehen vom Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ich hoffe, es hat euch interessiert. Und bis zum nächsten Video. Ciao, ciao.